Und das möchte ich dir heute auch mitgeben. Einfach mit den kleinen Schritten beginnen. Bei Dingen, die dir Freude machen, die dir leicht fallen, die dir gut tun. Du weißt niemals, was daraus entstehen kann. Ein ganz kleiner Schritt kann Anfang von was ganz Großem sein. Wir wissen es nicht. Und die großen Veränderungen passieren doch nicht über Nacht. Die großen Veränderungen sind die Summe aller kleinen Schritte, die wir machen. Wie viele von euch wollten in ihrem Leben schon mal was verändern? Wie viele haben dann auch festgestellt, dass es nicht immer so einfach ist? Ich kenne das auch sehr gut. Vor ziemlich genau einem Jahr stand ich vor der Entscheidung, bleibe ich in meinem sicheren Job oder springe ich in die volle Selbstständigkeit? Ich habe mich damals für den sicheren Job entschieden. Warum? Spulen wir mal ein paar Jahre zurück. Ich war in einem fixen Angestelltenverhältnis, Führungsposition, gutes Gehalt, Firmenauto, hatte was zu sagen, also so von außen betrachtet, richtig cool. Ich habe diesen Job viele Jahre auch geliebt und war echt happy drinnen. Auch meinen Eltern hat es gefallen, weil endlich macht die Tochter was Gescheites. Und wem es auch noch gefallen hat, das war meinem Ego, weil ich hatte eine wichtige Position, ich hatte was zu sagen. Und ich habe immer mehr gemerkt, hey Vicky, das im Büro, das bist doch nicht du. Du willst doch was ganz, was anderes. Und diese Stimme in mir wurde immer lauter und immer stärker und kam in immer kürzeren Abständen. Wie viele von euch waren denn mal ein Kind? Wie viele von euch hatten Träume als Kind? Ich hatte auch so einen Traum. Ich wollte immer selbstständig sein. Und dieser Traum kam immer und immer wieder. Und ich dachte mir dann, hey, jetzt habe ich eine Führungsposition, habe viele Freiheiten, ist ja irgendwie wie selbstständig sein. Nein. Und diese Stimme wurde immer lauter, dieser Wunsch nach meiner wahren Selbstverwirklichung. Und so habe ich mich auf meine innere Reise begeben, nach dem, was will ich? Was erfüllt mein Herz? Und wer bin ich? Ich liebe die Arbeit mit Menschen. Ich liebe es, Menschen zu inspirieren und zu motivieren. Und das schon mein ganzes Leben lang. Und somit habe ich neben meinem Bürojob schon immer mehr begonnen, mit Menschen zu arbeiten, mehr Ausbildungen gemacht und war dann auch schon selbstständig als spiritueller Coach und Trainerin. Aber immer nur nebenbei, weil meinen Bürojob hatte ich ja noch immer. Und habe mich in diesem Sicherheitsnetz auch gut ausgeruht. Und meinen Traum immer in die zweite Reihe gestellt. Bin mit angezogener Handbremse gefahren. Und das war frustrierend. Bis ich mir gedacht habe, okay Vicky, den Job musst du kündigen und wirklich all in gehen. Und somit habe ich meinen Mut zusammengepackt. Und ich war damals 8 Jahre in der Firma. Da kündigst du nicht einfach so im Vorbeigehen. Das war schon eine Herausforderung für mich. Habe all meinen Mut zusammengepackt, mich tagelang darauf vorbereitet. Dann war Freitag, dachte, hey, idealer Zeitpunkt vom Wochenende. Bin zu meinem Chef marschiert, stehe unter Tränen vor ihm und sage, es tut mir leid, aber ich muss gehen. Und habe das durchgezogen. Und ich war so, cool Vicky, wie mutig. War voll stolz auf mich. 2 Wochen später stand ich wieder auf der Matte und habe die Kündigung zurückgezogen. Warum? Weil ich Schiss hatte. Weil ich mir dachte, scheiße, sicherer Job, Firmenauto, fixes Gehalt, das geht schon alles irgendwie nebenbei. Und somit bin ich geblieben. Aber nicht aufgrund meines Herzens, sondern nur für die Sicherheit. Und was ist in dem Moment passiert? Mein Verstand hat überhand genommen. Unser Verstand will keine Veränderung. Das ist das, was die Hirnforschung ja schon seit vielen, vielen Jahren sagt und bestätigt. Unser Gehirn liebt die Routinen, die Sicherheit und wird alles dafür tun, dass wir in dieser Komfortzone bleiben, uns ja nicht rausbewegen. Und genau das ist bei mir passiert. Ich habe dem Verstand gelauscht und ich bin geblieben und das war kein gutes Gefühl. Ehrlich gesagt war ein Scheißgefühl, denn ich habe meine Träume in die allerletzte Reihe geschoben. Und vielleicht kennst du das,
Es gibt Situationen im Leben, Momente, wo sich nichts mehr stimmig anfühlt, wo gar nichts mehr passt. Und so war damals bei mir letztes Jahr. Es passt nichts mehr. Und ich habe dann spontan einen Flug nach Thailand gebucht, war über Weihnachten im Kloster, 7 Tage schweigen, 7 Tage meditieren. Bin am 30. Dezember zurückgekommen nach Wien und wusste, so geht's nicht weiter. Vicky, du nimmst jetzt deine Träume in die Hand, gehst jetzt all in. Und Anfang Januar habe ich dann ein Commitment mit mir geschlossen. Ein ganz tiefes Versprechen, dieses Jahr alles für meine Träume zu tun, alles zu machen, nicht mehr in die letzte Reihe zu schieben, sondern noch vorzuholen. All in zu gehen, kein Warten mehr, kein Aufschieben. Das kenne ich eh schon so lange, habe ich so lange gemacht. Und ich hatte keine Ahnung, wie das funktionieren sollte. Aber dieses Versprechen mir gegenüber war so tief, dass ich wusste, es wird irgendwie funktionieren. Und Anfang Januar hatte ich 0 Euro Umsatz. Heute, 9 Monate später, lebe ich meinen Traum. Ich darf mit den wundervollsten Menschen arbeiten. Ich darf meine Kunden aussuchen, halte Workshops, Vorträge, habe Coaching-Programme entwickelt, E-Books geschrieben, habe meinen Job gekündigt, wirklich diesmal. Die 2-Wochen-Frist ist auch schon vorbei. Und stehe heute hier auf der Bühne. Und all das war fernab meiner Realität oder meiner Vorstellungskraft, dass ich das jemals schaffen könnte, in nur 9 Monaten. Aber was habe ich dieses Jahr anders gemacht? Ich habe es einfach gemacht. Einfach machen ist mein Leitsatz. Für mich selbst als auch als Coach. Dass wir mal irgendwo beginnen, in ganz kleinen Schritten. Und mein erster Schritt war, mich wieder mit mir selbst zu befassen, Routinen in mein Leben zu bringen. Ich habe mich jeden Morgen hingesetzt und mich meinen Zielen und Wünschen gewidmet. Jeden Tag schriftlich, weil Schriftlichkeit eine ganz andere Power und Energie hat, als wenn wir die Dinge immer nur irgendwie im Kopf haben. Und all diese Routinen wurden Monate später Teil von meinem Coaching-Programm. Ich wusste im Januar weder, dass ich mal ein Coaching-Programm rausbringen würde, noch dass all das Teil davon sein würde. Ich habe einfach ganz, ganz intuitiv begonnen. Und das möchte ich dir heute auch mitgeben. Einfach mit den kleinen Schritten beginnen. Bei Dingen, die dir Freude machen, die dir leicht fallen, die dir gut tun. Du weißt niemals, was daraus entstehen kann. Ein ganz kleiner Schritt kann Anfang von was ganz Großem sein. Wir wissen es nicht. Und die großen Veränderungen passieren doch nicht über Nacht. Die großen Veränderungen sind die Summe aller kleinen Schritte, die wir machen. Die großen Veränderungen sind die Summe aller kleinen Schritte. Und dieses Einfachmachen war mein Gamechanger, mein erster. Mein zweiter Gamechanger war es, mich meinen Ängsten zu stellen. Ich hatte so Schiss vor Ablehnung, vor Bewertung. Was denken die anderen über mich? Und damit habe ich mich so lange zurückgehalten, weil ein großer Teil meiner Arbeit ist spirituell und energetisch. Ich spüre, fühle Dinge in Menschen, die ich nicht weiß. Ich fühle unbewusste Blockaden. Und das nach außen zu kommunizieren, das war schwierig. Das hat mir Angst gemacht, weil was denken die anderen dann? Bewerten die mich dann? Reagieren die komisch, Hokuspokus und so. Deswegen habe ich mich so lange zurückgehalten, fuck, und bin mir damit nur selbst im Weg gestanden. Weil wenn ich mich nicht so zeige, wie ich bin, wie soll das dann funktionieren? Und somit habe ich immer mehr begonnen, das zu zeigen und mich so zu zeigen, wie ich bin. Und es war gar nicht so schlimm. Und es gibt immer noch einen Anteil in mir, der Angst hat vor dieser Ablehnung, vor Bewertung. So what? Es wird immer Menschen geben, die mit mir nichts anfangen können. So what? Und parallel dazu gibt es ganz viele, denen ich dienen kann. Und dafür bin ich hier. Und mein dritter Gamechanger war die Arbeit mit meinen eigenen Limitierungen und Glaubenssätzen.
Die Dinge, wo wir glauben, das können wir nicht, das schaffen wir nicht, das dürfen wir nicht, das erlauben wir uns nicht. Und unsere eigenen Limitierungen, unsere eigenen Selbstzweifel sind die Mauer zwischen dem Alten und dem Neuen. Unsere eigenen Zweifel an uns sind die Mauer zwischen dem Leben, das wir jetzt führen und das wir gerne führen möchten. Niemand im Außen steht uns so sehr im Weg wie wir uns selbst. Andere Menschen glauben viel öfter an uns, an dich, als wir selbst. Ist euch das schon mal aufgefallen? Andere Menschen glauben öfter an uns, als wir selbst an uns. Das ist verrückt. Ja, und das war mein dritter Gamechanger, mich mit diesen Zweifeln auch auseinanderzusetzen. Und ich nehme mal an, alle von euch kennen Pippi Langstrumpf. Kennt ihr wahrscheinlich auch ihren berühmtesten Satz? Ich mache mir die Welt. Genau. Pippi hat aber noch einen zweiten genialen Satz, nämlich, das habe ich bisher noch nie versucht, also bin ich mir sicher, dass ich es schaffe. Wie geil! Das habe ich bisher noch nie versucht, also bin ich mir sicher, dass ich es schaffe. Was sagen wir stattdessen? Das habe ich noch nie gemacht, schaffe ich nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin zu alt, ich bin zu jung, das kann ich nicht, das können nur die anderen, bla bla bla. Wir können so viel mehr. Und wir sind so viel großartiger, als wir denken. Du, jeder Einzelne von euch, ist so viel großartiger. Gib deinem Nachbarn jetzt ein High Five und sag, du bist großartig und ich glaube an dich. Und dem anderen auf der anderen Seite auch noch. Du bist großartig und ich glaube an dich. Und jetzt gibst du dir selbst ein High Five und sagst, ich bin großartig und ich glaube an mich. Genau. Und das machst du ab jetzt jeden Morgen. Noch bevor du aufs Handy schaust, ich bin großartig und ich glaube an mich. Danke schön. Und ich hatte dieses Jahr natürlich auch immer wieder diese Zweifel. Und diese Zweifel sind ja uralt, die kennen wir ja schon ewig. Und ich hatte, ehrlich gesagt, die Schnauze voll dieses Jahr, mich immer wieder davon abhalten zu lassen. Denn ein Traum von mir war auch, auf einer Bühne zu stehen, vor Menschen zu sprechen, Workshops zu halten. Ja, seit Jahren wollte ich das machen. Ich habe mich nicht getraut. Und habe sogar manchmal Workshops ausgeschrieben. Ist nie wer gekommen. Komisch. Ich wollte mich dieser Angst noch gar nicht stellen. Und dieses Jahr habe ich mich einfach ausgetrickst. Und habe 10 meiner Kundinnen zu einem Workshop eingeladen. Und ich wusste, wenn ich sie einlade, werden sie kommen. Und somit musste ich diesen Workshop machen. Und es war einer der schönsten Tage in den letzten Jahren. Und ich hätte es wahrscheinlich noch ewig rausgeschoben, wenn ich mich nicht selbst ausgetrickst hätte. Und ich habe heute noch was mitgebracht. Für dich. Das ist ein Maßband mit 100 Zentimeter. Wir sagen heute mal, es sind 100 Jahre. Unsere durchschnittliche Lebensdauer beträgt 80 Jahre. Frauen ein bisschen drüber, Männer ein bisschen drunter. Ich reiße jetzt mal bei 80 weg, weil die letzten 20 wird es nie geben. Das ist unser durchschnittliches Lebensalter. Ich bin heute 35. Diese Jahre sind gelebt. Die kommen nicht mehr wieder. Ich kann sie auch nicht mehr rückgängig machen oder was verändern. Das ist vorbei. Die Jahre habe ich noch. Es wird bei dir ein bisschen anders ausschauen, je nachdem, ob du älter oder jünger bist als ich. Aber Fakt ist, das ist passé. Das kommt nicht wieder. Das ist die Zeit,
die uns noch bleibt? Wie wollen wir die nützen? Wollen wir uns immer wieder selbst aufhalten mit unseren Selbstzweifeln, mit dem, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht? Oder wollen wir unsere Träume verwirklichen? Und warum fällt uns Veränderung so schwer? Warum tun wir es so schwer, unsere Träume zu verwirklichen? Wegen dem da oben, wegen unserem Verstand, der ja keine Veränderung will. Denn die Angst vor meiner Kündigung, die Angst, mich zu zeigen mit meiner Arbeit, die Angst vor Menschen zu sprechen, ist doch alles nur da oben entstanden. Und es gibt im Englischen einen großartigen Ausdruck dafür, für diesen Verstand, nämlich den Monkey Mind, den unruhigen Geist, das Gedankenkarussell. Und ich liebe ja die Vorstellung davon, dass da oben einfach nur ein Affe drinnen sitzt, der uns abhält, all diese Dinge zu tun, der uns erzählt, kann ich nicht, schaffe ich nicht, bin schon 10 Jahre in dem Job, habe noch nur noch 10 Jahre in dem Job. Und jedes Mal, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir so einen ersten Schritt raus machen wollen aus der Komfortzone, wird dieser Affe super laut und aktiv und schickt uns alle Ängste und alle Sorgen, Zweifel und Gedanken wie, oh, das geht sicher schief, mach das lieber nicht, bist pleite und sitzt auf der Straße. Und all diese Gedanken sind nur das Gequatsche eines Affen. Und wie machen Affen? Welche Geräusche machen Affen? Das macht der da oben. Ich meine, nichts gegen Affen, aber wollen wir uns von sowas abhalten lassen, unsere Träume zu verwirklichen? Nein, genau. Und weil ich mir wünsche, dass das nächste Mal, wenn bei dir alle Ängste und Zweifel wieder einschießen, dass du dich an diesen Affen erinnerst. Und deswegen machen wir den jetzt auch gemeinsam. Einfach machen. Und der Affe sagt jetzt sicher, na geh bitte. Nein, wir machen den jetzt gemeinsam. Also ich bitte dich jetzt aufzustehen. Ich will ja, dass du diesen Affen wirklich nie wieder vergisst. Deswegen müssen wir ihn jetzt gemeinsam machen. Also, auf 3, 2, 1. Willst du wieder niedersetzen? Oder wollt ihr nochmal? Sicher ist sicher. Alright. Und den Affen haben wir immer wieder mal. Den dürfen wir einfach liebevoll annehmen und zähmen und trotzdem unsere Träume verwirklichen. Nimm deinen Affen liebevoll bei der Hand. Steig mit ihm aus dem Hamsterrad. Folge deinem Herzen und rocke deine Träume. Dankeschön. Okay.